Oh, das ist ja witzig, dass es so verschiedene gibt, wie du es verschieden bekämpfen musst. Aber das Schiff ist echt weit weg, ja. Jetzt schwimmen wir in einer Reihe im gewissen Abstand. Cool. Moment. Ich hab da kurz mal einen roten Namen gesehen. Beim Schiff bei uns? Welche Unter Richtung? Wasser. Unter Wasser. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich bin gerade im Wasser. Wir sind alle im Wasser. Na, wie so ein Captain, was der so einen langen roten Namen. Einer Es von ist auf denen einmal ist so das. ein Boss, also zack. Ja, drum hat mich jetzt geschreckt, aber ich glaube, das war ein Anzeigefehler. Hoffen wir mal, Es war gell? nur ganz kurz da, es war so 8 Sekunden nur. Hat wer geschaut, wie viel wir da jetzt gekriegt haben? Na. Nicht geschaut, gell? War vergessen. Ich habe auch nicht geschaut. Aber wird schon einiges gewesen sein, man war ja special. Special, Hoffen wir mal. special. Special. Muss ja ein Special Preis sein. Hui. Oh, die Vulkaninsel bricht gar nicht so aus, gell, wie dir gestern, Maxi. Ja, die hat richtig gebebt. Gestern, die war. Nein, das ist wirklich ein Erdbeben. Also, da Ja. wackelt alles. Du kannst nur so gehen, wie wenn du betrunken warst. Die zwei Und die Kisten explodiert. sind nur auf der Insel. Ja, die Lagerkiste nehmen wir mit, aber die Munitionskiste braucht man nicht. Ja, dann haben wir eine auf Deck oben schon, tut's leid. Aber ich würde gerade sagen, jetzt hat es uns ja auch geholfen. Zum Glück haben wir es gehabt. Dann können wir zur Not eine hinstellen, wo. Weiter jetzt. Wieder Luft Weil ich hab hinzunehmen. sowieso die Hände frei, so ist wurscht. Alter. Huch! Ja, vielleicht fliege ich gleich zum Schiff. Boah, jetzt haben wir echt viel. Steffi ist gerade von der Leiter gefallen. Ja, ich keine Ahnung. Ja, der Wellengang da. Ich schau mal, wo der nächste Außenposten ist. Ja, ich dachte, ich sag gerne die Sachen schon Ja. abliefern. Weil, ja. Man weiß ja nicht, wie Spieler so drauf sind. Ja, nicht nur die, ich brauch nur so ein großes Piratenschiff wieder kämen. Außenposten Morros Peak ist der Ja, nächste. nach Norden. Aber bitte auch mit einer schönen Anlegestelle. Ja, wird schon passen. Also einfach nach Norden. Ja, schaut aber so aus, der hat einen langen Steg. Das Das war ist gut, wichtig. ja. Ey, wir brauchen so längere Planken, die man Warum ausfahren kann. Ja, bebt genau. uns, warum bebt unser Schiff? Weiß ich nicht, macht Ich hab nix. ein bisschen Wagen dort. Ja. Ui, jetzt Nee, brauch ich's mehr. es bebt Ja. richtig. Wow. Okay. Ich glaube, das ist die Insel ein Fehler. explodiert jetzt gerade. Nein, Ich nein, glaube, die Insel. Ah, das ist ein kann Erdbeben sein, in der ja. Nähe. Ja, Die ist ein Insel Erdbeben in der Nähe. bebt, ja. Ich glaube, die Insel neben uns einfach. Ist das so die ersten Anzeichen? Ja. Anker! Ah, ja. Wohin jetzt? Norden? Norden! Umgekehrt? Boah, das Schiff dreht sich. Oh, oh. Ah, ich glaube, der Vulkan links vor uns. Boah, das hat sich voll aus, das Schiff gerade. Oh! Ja, der Vulkan links bricht aus vor uns. Ja. Links Achso, vor ja, uns, hinten rechts. Warte, pass auf. Drum hat's bebt. Ja, okay. Schau, ob das. Wow. Lass mal ein bisschen weggefahren von dem Vulkan. Ich sehe nicht mal durch ein Fernrohr bisschen was, was einfach so wackelt. Ja, fahren wir auf dem Vulkan zu. Nein, nein, ich will ein bisschen weiter rechts davon. Links wäre besser. Ja, aber links geht man in den Vulkan ran. Okay. Achso, du meinst ganz links, hart links? Ja. Ja, dann drei jetzt hat stark nach links rüber. Mhm. Vulkan hat aufgehört.
Ah, wohl keiner aufgehört. Ah, okay, okay. Dann ist wurscht. Dann fahr ich einfach geradeaus vorbei, oder? Ja, so, genau so wäre es perfekt. Ja, dann fahren wir dann auf den Vulkan. Wir krachen doch jetzt einfach in den Vulkan rein. Also, wir haben nicht die Flying Dutchman. Obwohl, ich habe Fotos. Ja. Ja. Ah, muss ich das schicken dann, Sonja? Mhm. Da bin ich auf einer Insel gestern gewesen. Ja. Max habe ich es geschickt. Da bin ich im Wasser geschwommen. Ja. Auf einmal sehe ich Schiff abheben. Auf Nacht, mit voller Beleuchtung, wie so ein UFO. Ja. Nimm mal Land. Abgehoben, bis im Himmel hoch. Was? Und dann ist wieder runtergeschwebt. Ab ins Nimmerland. Keine Ahnung, was das war. Ob das ein Spielerschiff war oder NPC-Schiff? Keine Ahnung. Erstmal Spielerschiff. Juhu! Ja. Ich kann es eh auch in die Gruppe machen. Ist das Eck gespeichert worden? Okay. Ah ja, genau. Ich hab's in unsere WhatsApp-Gruppen rein da. Die Reihenfolge ist halt andersrum. Also das letzte war als erstes und dann ist halt immer weiter in den Himmel geflogen. Okay. Hat sie es gesendet? Ja. Oh, Steffi ist schon hier oben. Ja. Oh, da ist ein Schiff, ein Dreimaster, aber sieht aus wie ein Geisterschiff. Wo? Rechts vorne? Ah ja, stimmt. Ja. Außer uns kann es kein Dreimaster geben. Steffi, bist du Nee, ist das Skelettschiff. Okay. Ja, Skelettschiff. Steffi ist oben am Außenposten und späht nicht. Vielleicht ist eingeschlafen da oben. Ah ja, ist ja gut. Was? Dann wird gesagt, der Fall ist ein Dreimaster, keine Reaktion. Hi Benno. Wie halt der Kerl? Hi Benno. Hm. Ich höre dich aber auf was. Ist ein blinder Passagier, oder? Hey? Der Benno. Nee. Oh, wir sind ein bisschen schief. Das macht nix. In Valheim hätte ich jetzt Panik gehabt. links ist ein Schiff, oder? Ah nein, ist eine Palme, die ist so schier. Ja, gell? Ich hab das auch schon oft. Ja. Ah ja, stimmt, ja. Ist mir schon aufgefallen. Ist mir schon aufgehabt. Ah, da haben wir schon geile Beute gemacht. Ne? Was ist das Schiff? Morrow's Peak. Achso, da jetzt ein bisschen links rüber, oder? Hinten der Vulkan bricht aus, da gerade. Rechts. Wow, ja. Wow. Was war was das jetzt? Ja, das ist ein Vulkan da hinten, der bricht gerade aus. Nein, das hat voll geknarzt, also. Oha. Ich höre ein Schiff riesiges dahinten, Viech da. Brüllen. Hinten ist irgendein Schiff, das fährt da gerade zurück zu dem Vulkan. Ja, das ist ja, das. Ja, das ist das komische Geisterschiff. Okay, das. Ja. Wow! Oh oh! Ah, wer, trifft's das Geisterschiff? Ja, was gehört so? Ja, witzig. Noch links, Stefan. Nach links? Links ist Backbord! Ein Nessie-Viech oder so. Dass wir so an den großen Steg rankommen, ne? Okay, ja, können wir machen. Was? Oder weiter links? Weiter, noch? Weiter, weiter, weiter. Achso, ist es die linkste schon vor uns? Ja, mir sollte die sein. Ah, glaub, die Vulkan. Die Vulkane sind cool. Ist auf der linken Seite, oder der Steg, der große? Wie gerade siehst du, sind auf beiden Seiten einer. Aber der ganz große ist links, stimmt. Da ist besser zum. Ja, genau. Ja, so ist ganz gut. Das müsste eigentlich genau vom Winkel passen, wie wir zu ihm fahren. Ja. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Segler ein bisschen ausrichten. Ach, jetzt sind sie wieder auf die andere Seite. Sag mal, ist wieder Gegenwind. Er wird dran, voll synchron gerade. Ach so? Steffi angelt erstmal. Ja. Ohne zu schwarzen, dass der Fisch aussaugen lässt, oder? Das Angeln ist schwer. Weiter nach links dann, Stefan. Weiter links? Ja. Ah ja, okay. Ich check das nicht. Das ist die Schnur. Oh, ja, ja, links, 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 links. Ja, 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 ich hab's gerade. Die Segler ein bisschen rein. Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Irgendwie waren wir jetzt ja doch schneller, denkst du? Ja. Ist es da schon der Steg von? Ah ja. Zum Anker wer? Ja, ich geh schon hin. Captain, sagen Sie, wann ich den Anker lichten soll. Oh oh. Geht nur, geht nur, geht nur. Hey, perfekt, ja, Mann! Wann soll ich Anker? Warte noch. Warte noch, warte noch. Okay. Was ist mit der blanke Scherz geht? Cool. Oh, schau, wie wir da geschmeidig einfahren. Wow. Genau. Anker, oder? Oder? Jetzt! Ein bisschen rutschen wir noch für euch. Perfekt! Ein Meter nur, ein Meter. Ah ja, es war zu früh. Es war zu früh. So, jeder nimmt was mit. Ja. Ich nehm den Rubin. Ich will meinen Rubin. Oh, achso, warte, na, da. Nein, 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 ich nehm den geilen. Ich hab ihn schon hingelegt. Ich nehm die geile Truhe. Den Rubin, den ich mir selber erfarmt hab. Bist du jetzt Rubinschnitzer? Stefan, kannst du dich an diesen Außenposten erinnern, was auf einmal in die Luft gegangen ist? Ja, ich hab auch schon Angst gehabt, dass das der ist. Das ist der. Das es ist der, scheiße. Das ist der. Der ist nämlich auch Vulkaninsel. Und der hat auch einen Vulkan drauf und der ist genau losgegangen, wo wir da waren. Ja. Wir sind übrigens beide gestorben drauf. Ja. Das war scheiße. Ja, weil du einfach nicht wegfahren kannst. Der Vulkan ist überall. Der ist ja die ganze Insel ist hochgegangen. Halt um. Ihr beide verstanden, wie wir da. Izo, wer baut hier den Außenposten? Na, wo war das Hexenzelt? Oben, ich hab schon abgeliefert. Also jetzt bist du bei der Taverne. Ja. Rechts, und? Stefan. Rechts, genau auf der anderen Seite von der Insel. Ach da. Da ist auch nicht. Die ist vorhin im Aschen-Outfit. Von der Ashen Dragon? Ja. Wo? Ah nein, das ist nicht das von der Ashen Dragon. Ja, wer will das haben? Vor der Taverne steht da nicht. Ja. Was? Die Truhe hat noch 198? Na. Was? Wow. Achso, hast du eine leere Truhe verkauft, oder? Ich weiß nicht, vom Schiffsbrüchigen da. Achso, nein, die passt. Die ist auch nicht mehr wert, ne? Ah, okay. Hat schon wer die goldene Truhe verkauft? Ja. Achso. Also waren die 4000, glaube ich, was, gell? Na, irgendwas mit 2800 war die. Das war das erste. Der hat und viel da flitzt die Symbol 30. Ja. Stefan, schau mal, ich habe einen coolen Schatz gefunden. Ach stimmt, was ist denn das überhaupt? So ein komischer Lavasplitter oder irgendwie sowas, oder? Ja. Oh, wir sind... Ich glaube, die Insel fängt an, ein bisschen zu übertreiben. Weil bei mir sind nämlich... Bisschen ist okay. Bei mir sind nämlich gerade 3 Fontänen hochgegangen. Auch auf einmal. Unten an der kann er wer was hinklegen, oder? Glaub nicht. Aber wer weiß?
Oh, upsie. Ah doch, schau, da ist eine. Ruhe des Seefahrers. Soll ich dieses Gebeine des Teufels bei dieser Seelenfrau verkaufen? Probier's dort, weil da kriegen wir mehr. Okay, geht eh nicht. Aber wo nimmt man das dann? Beim Goldsammler vielleicht. Ja, der Goldsammler. Er nimmt das. Ja. Get going. We have an empire to build. Wie viel gibt das? Nur 1300, okay. Ich dachte, es kommt so 5000 oder so. Kann man die öffnen? Na. Okay. 44. Aber vom Geld her war nicht schlecht. Ja, circa 10.000 oder noch mehr haben wir gemacht. Mhm. Ich kauf uns jetzt was. Oh oh. Was kaufst du uns denn? Was soll ich sagen? Ein Segel. Mhm. Eine Gallione. Mhm. Oh, eine Gallione wäre cool. Mhm. Also keine Gallione, Gallionsfigur. Eine Gallionsfigur. Achso, das muss ich ja da vorhin ändern. Ah. Ja, ausrüsten muss es am Steg. Ich schau nach, was sie gekauft hat. Scheiße, ich schätze mal Segel, weil wir gesagt haben, es ist ein cooles Segel. Na, Gallionsfigur. Entweder Gallionsfigur oder Segel. Ist oben. Oh, warum wie wir cool. Wir sind Krakenerleger. Ich finde den geil. Ja, der ist cool. Obwohl ich den Drachen auch nicht schlecht finde. Von Ashendrick. Er ist halt voll der Fanboy. Ja, schau dir doch mal diesen Drachen an. Da liegt man. Ui. Ich finde den voll cool. Es schaut cool aus, ja. Schaut was. Ich bin kein Fanboy. Sicher. Ey, was geht, Leute? Aber die Krake ist auch cool, ja. Boah, es gibt sogar eine schwarze Krake. Ja, aber die passt besser zum Boot. Ah, zur... Für 220.500 Goldmünzen. Oh Gott. Meine war schon teuer. Ich kann es mir leisten. Ja, bitte. Nein, jetzt haben wir ja schon eine Krake. Sonst hätte ich es, glaube ich, so gekauft. Boah, ich hätte gern so ein pechschwarzes Schiff. Nee. Das ist langweilig. Das ist nicht langweilig. Doch. Okay. Ihr war was gekauft. Was hast du denn gekauft? Hast du Segel gekauft? Weil da schaue ich nämlich jetzt auch gerade. Oh ne, wir haben Segel. Okay, oh, schau gleich. Schwarze Krakensegel, das würde passen. Nee, nicht ganz. Oder? Aber du hast auch ein schwarzes, dunkles Segel, wird noch passen. Dann nehmen wir es dann rauskloppen, dann sieht's das. Okay. Ich suche gerade nur kurz die Insel. Weil beim Segel dieses... Wenn man eins runterscrollt, dieses tiefschwarze Krakensegel, das sieht das ist so teuer alles. Ja, gell, aber man muss halt... Also alles über 100.000 ist gerade ein bisschen... Ah gut, das Segel, was ich jetzt gekauft habe, ist... Ist nicht im Budget. Ah, grenzwertig. Sag ich mal. Ein Spill. Vielleicht noch ein passendes Spill? Ja, da haben wir die Kerzen, die sind cool. Oha, da gibt's einen Ash-Dragon. Oh, das kann ich schon nicht mehr hören, du mit dem Ash-Dragon. Ja, hallo, das ist schwarz mit orange, gelb. Schwarz ist geil. Langweilig. Schwarz ist geil. Na. Schwarz ist depressiv, Maxi. Ja, dann bin ich halt depressiv. Aber geil. Ja. Depressiv, aber mysteriös und geheimnisvoll. Eine Insel habe ich schon markiert, wo wir Mission hätten.
Achso, haben wir nur einen. Ah, sehr gut. Ich schau mal die Segel an. Was da ausklappt, damit es das. Das ist aber auch cool. Nachtglanz-Papageins. Schaut da cool aus. Passt gut. Achso, warte, ich hab's auch noch nicht gesehen. Und da ist ein Ding oben. Ist er nicht nur rot? Hä? Doch, das ist doch nur von rot. Von der anderen Seite sieht man es gar nicht. Das ist doch nur rot. Auf der anderen Seite ist was drauf. Ah, ich sehe nicht, der Wind geht groß. Die ja, muss warte, dran. Dreh mal. Ja, wir drehen's mal. Und wir drehen synchron. Der Krake, geil. Cool. Es passt gut, jetzt haben wir ein passendes Segel. Ja. Ja. Marauders Arch? Also seht das, was ich gesagt habe, nur in einer anderen Farbe. Es ist nicht das, was du gemeint hast. Ja. Es gibt da ganz schwarze Sachen. Ja, ja, das meinte ich, aber das ist meines drauf. Nur halt andere Farbe. Das ist das, was ich eben meinte. Eben noch, das passt zu dem Rosanen besser, wenn es ein bisschen Rotton hat. Was würden denn jetzt noch fehlen? Eigentlich nix, oder? Steuerradl haben wir nur. Ein normales. Ja. Sollen wir noch pinke Kanonen dazu machen? Ja, schöne pinke habe ich nicht gesehen. Die goldenen passen irgendwie nicht so. Ja, ein Spill und Kanonen vielleicht noch. Der Spill findet ihr mit den Kerzen geil drauf. Das, was wir jetzt haben. Ja. Steuerradwaffe. Ah, gibt's das irgendein... ist Arch. Gibt's irgendein pinkes, was zu uns gerade passt? Pink, ja, wir wollen jetzt das Schiff pink. Ja, weil das Schiff die ganze Zeit pink ist. Ja. Komischerweise. Irgendwie aus irgendeinem Grund ist immer pink. Am Schrein oh, antiker Träne. Aristokratenkanone. Hey, was ist denn der Schrein antiker Tränen in den Tiefen des Ozeans? Das ist auf der Map einzeichnet. Das sind so blaue Felder. Das steht dann genauso da dort. Da ist eine pinke Kanone. Für 50 solche blauen Marker aber. Ja, ihr wart Aristokratenkanone. Ja, genau die. Schrein des Hungers? Oder halt die für 110. Die tiefschwarze Krankenkanone. Es gibt schon fesche Sachen da. Oder sollen wir die goldenen Kanonen lassen? Ja. Ist jetzt drinnen, oder? Wir sollen das ganze Geld raushauen für. Vielleicht noch ein cooles Spill. Steuerrad. Steuerrad, ja. Das ist pink. Steuerrad der Säbelrassler. Spätis, halb öfe. Auf der ersten Seite, zweite Reihe, das fünfte. Sani, wie schaut's aus? Machen wir nur eins, oder? Eine wäre nur dabei. Bis 11 okay, oder so. Dieser ganz in der Nähe. Das ist der Schrein antikes Ding. Aha. Oh, der Atem der Meere. Das glaube ich ist aber wie so ein kleiner Dungeon dann. Was? Ach so. Sowas, ich hab's noch nie ausprobiert, aber ich denk's einmal, weil das ist sowas wie mit der Perlheit. Was wollten wir jetzt heute machen? Noch? Ja, die anderen Sachen, die wären ganz im Norden wieder. Ja, ja dann machen wir, probieren wir's mal aus, ist ja wurscht. Jetzt haben wir nichts zum Verlieren gerade. Ja, stimmt auch. Das heißt. Ich wollte die Mäh schon mal anschauen. Ja, dann machen wir das. Backboard müssen wir dann wirklich. Und zur Not brechen wir's halt ab, wenn's einfach zu lang wird. Ja. Ist ja egal. Okay, Steffi. Ja, cool, die Kraken von dort. Geht, das ja, schaut cool aus. Die Segel. Das war für die Krakengang. Krakenhydra, Heil Hydra. Ja, und wenn wir dann die schwarze Krake haben, können wir das ganze Boot schwarz machen. Na! Wir werden da alle depressiv, Maxi, ja auf. Aber dann sehen wir links jetzt in der Nacht nicht mehr. Da sind wir wie so ein Schatten. Das ist ein richtig Piratending dann, ja. Ja, da sind wir wie so ein Schatten. Und dann noch die roten Lichter, Maxi, vom Fährmann. Boah, weißt du, wie geil! Das war so geil. Wir haben gestern das komplette Schiff rot beleuchtet gehabt. Cool. Weil wenn du tot bist, kannst du mit deiner Laterne zum Fährmann, zu deiner Laterne gehen.
Ja. Und diese Seelenflamme in der Laternenladen. Ah. Du hast verschiedene Farben dann. Ja. Und damit kannst du alle Laternen am Schiff in der Farbe anziehen. Und meine ist rot geworden, das war so special. Ja, der rote gehabt, ja. Obwohl das Licht eigentlich grün ist. Heute habe ich blaue gehabt. Grün gibt es auch noch. Ah, wie weit noch links? Ich habe jetzt nicht. Geht nur ganz weit. Frau Stefan, weißt du, was lustig ist? Wenn heute jemand stirbt noch, jetzt bei der Mission, dann zündet er diese Laterne an. Auf einmal ist sie pink. Feier. Ja, dann ist sie pink und dann ist, haben wir ein komplett pinkes Schiff. Alter, Schiff. Geil. Das wäre lustig. So kannst du dabei lassen. Über die Lautsprecher dann ständig Village People abspielen. Was ist das? Kennst du Village People nicht? Nein. YMCA. Achso, die da. Die da. Das kenne ich. Ja. Ahoi. So, Segel setzen. Alter, stell dir mal vor, du hast wirklich so ein rosa Ding. Und über die Lautsprecher und übers Mikro, das die ganze Zeit Village People und so Partyboot und fährst damit durch die Gegend, dass alle anderen auch hören. Voll geil. Das war so geil. Das sind ja richtig am Ackern mit einer Steuer. Oh, das muss ich echt ausprobieren. Ich kann über mein Mischpult da einspielen. Ist das schon Gun? So wie in Phasmophobia, die Halloween-Musik. Jetzt ist Gun. Und ja, das Village People und dann segel die dahin und lass das rennen. Wir sind in einer bisschen Schieflage. Ja, wegen am Wind, das passt schon. Richtung passt? Müsste, glaube ich, nur passen. Bisschen links davon ist er. Ja, kannst du ein bisschen rechts, aber dabei passt es eigentlich nur. Nein, es geht mal um einen Felsen, der da vor uns ist. Ja. Na, aber so, sonst passt es. Okay, passt. Aber wir sind flott unterwegs. Wir sind auch gerade mitten im Wind. Wie angenehm das ist, wenn wir mal im Wind sind. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir noch ein bisschen dran. Ja, man hört eh ein Geräusch, wenn sie richtig sind. Ja. Und da so diesen kurzen Schub merkt man, ja. Das ist richtig cool. Ah, zirkt gut an. Obwohl wir Löcher im Segel haben. Das gehört schon, das ist Aerodynamik. Ach so. Da wird der Wind so abgeleitet irgendwie und ist dann... Damit das Segel nicht reißt. Damit das Segel nicht reißt. Was hast du eigentlich für einen Titel? Das wollte ich vorher schon schauen. Botschafter der Mystiker-Anführer. Okay. Also aus deren auswählen können. Oh, Steffi hat da vorne den Überblick, wie so ein Äffchen. Du kannst dann schon ein bisschen rechts einschlagen. Oh. Steuerbord. Achso, wo müssen wir denn eigentlich? Ist das die Insel rechts da von uns? Nein, das sind nur so Vorhaufen. Nein. Ah, das ist ja auf offener See, das Ding. Ja. Müsst ganz vergessen. Das müsste man dann erst so blauer kleiner Wirbel sehen, glaube ich, ist das. Mit meiner Armbrust. Kannst du ruhig mehr noch? Ja, kannst ruhig. Vollgas. Der Vollgas-Einschlag ist nicht so ideal. Ja, da ist gar nichts dabei. Nein, aber der Storn neben uns. Ja, büssel nur. So passt's dann, wenn's. Ja, so passt. So passt. Ah, wo ist das Schiff? Irgendwas Schiff gehört. Aber ist ein Schiff? Aber das ist ganz weit hinten. Boah! Rechts! Da hinten rechts. Was jetzt? Also da hinten. Da hinten rechts, aber das ist da bei dem. Das Uncut da, das kommt nicht. Okay. Boah, ist die Fockel, so ich kann gar nicht gescheit schauen. Die Vulkaninsel da hinten. Ah, das ist Uncut, ja. Und dieser Einmast da, also. Kann uns nix. Genau. Ah, da. Oh, schaut sie mir auf, wie Nordlichter. Schön. Also vom Ausschauen ist das Spiel so schön gemacht eigentlich. Ganz eigener Stil, irgendwie so Comic. Ja.
aber echt schön. Also mit dem Wasser schaut so gut aus. Dabei habe ich es nicht mehr auf der besten Grafik eingestellt. Ich habe es auf Legende, ja. Ja. Okay. Wir müssen also nach rechts, mythisch weiter nach rechts. Rechts? Wir haben uns wieder gedreht, wir sind jetzt wieder auf anderem Kurs, rechts. Wie geht denn das? Ja, und der Wind hat uns gedreht. Hä? Wir müssen voll nach rechts. Sicher? Ja. Wir drehen uns nämlich jetzt wieder gerade, ja, richtig. Wir waren ein bisschen wieder ab vom Kurs. So passt's wieder. Wir werden jetzt wieder nach Süden fast gefahren. Wollen wir nach Westen? Hey, ist das die Insel? Ist ja normal. Also was ich weiß, müsste das jetzt im Wasser sein. Aber es ist eigentlich... Da ist was Blaues. Ja, das Schimmern im Wasser. Segel. Da ist ein anderes Schiff. Segel. Ja, hinterm Schimmer ist ein anderes Schiff dann noch. Ja, das weiß ich noch weg. Also Segel auf Häub. Ich fahr das ganz hinten ganz ein, okay? Okay, jetzt sind wir genau drauf. Ragding ist ja spitz. Da glitzert's vor uns, da ist Loot. Da ist Loot. Ein Schiff gesunken. Als Boot, ja, stimmt, da ist ein Soll ich Anker gesunken. Werfen? Oder fahren wir vorbei? Ja, nehmen wir mit, oder? Oder was ist denn das? Was ein altes Schiff. Da ist ein Schiff gesunken. Ah, ist nur Zauberstab. Anlass ist. Ja. Und wir haben über 100 Holzbredeln drin, also. Ich bin auch Schiff. Danke, dass mir wir. Ach so! Du bist runtergehüpft. So bist du runtergehüpft? Ja, ich sag mir, das ist Loot aus der Kiste. Nein, das sind nur. Ich schau, aber das war ja sinnlos, die Kiste. Schwupps. Da liegt ein Schädel im Wasser auch noch da hinten. Okay. Links, schaut's mal. Ja, ein Geisterschiff. Das Piratending. Das habe ich vorher schon gesehen. Oha, was passiert gerade? Was denn? Es wird dunkel. Hm? Was? Hab ich das gerade nicht gehört? Du, du, du. Wie in so einer Westernstadt so. Du, du, du. Wir haben vorhin Kristalle gefunden. Echt, der Meer? Den hab ich nicht gesehen. Ja, ein Schädel liegt auch noch da vorne, aber. Wo ist der Schädel? Ja, hat so voll grüne Glitzer. Ja, ja, da glitzert schon. Das Blaue da im Wasser links, weiter weg vom Loot. Jetzt fahr er so ein kleines Mini-Boot, geil. Ja, da vorne. Hey, ich seh nix. Da, das Blaue glitzert im Wasser. Ich sag nur, das Grüne. Ich sag den Schnorr. Nee, das ist weiter links hervor. Ah, da, ja, stimmt. Hä? Ja, da ist ein Schädel im Wasser. Ja, dann spring, holen. Nee. Ja, aber nee. Vor uns ist ein Zweimaster. Vor uns ist ein Zweimaster, das ist von einem echten Spieler. Und links von uns ist ein Skelettschiff. Jungfrauen. Was, der holt den Schädel?